Hallo liebe Freunde, hier bin ich wieder, euer Küchenzauberer. Heute gibt es meine Lieblingsspaghetti, nämlich Spaghetti all'Arrabbiata. Ich mach mal hier das Licht aus, das ist ja fürchterlich. Ja, Spaghetti all'Arrabbiata, das sagt eigentlich schon der Name, die sind richtig Arrabbiata scharf. Und da kommen nämlich Chilischoten hinein. Ich habe getrocknete und ich habe hier am Fenster, ich hole es mal, habe ich schon wieder vorgezogen. Und ich habe auch schon welche ausgepflanzt. Draußen im Garten habe ich schon wieder meine größeren Pflanzkübel stehen. Und die sind halt jetzt noch ein bisschen über. Mal gucken, die Nachbarschaft freut sich da gerne drüber. Ja, die werden einfach nachher geerntet, frisch zubereitet. Und dann einige werden zurückbehalten. Die trockne ich dann im Schrank. Die Kerne kommen dann raus. So wie hier. Kann man das erkennen? So, ja. Und da lasse ich die so offen im Schrank stehen. Wenn ich da einen Deckel drauf machen würde, könnten sie vielleicht schimmeln. Und ich lasse sie so einfach trocknen. Und im nächsten Jahr, im nächsten Frühjahr, setze ich die in die Erde, gieße die immer regelmäßig und dann kommen die Pflänzchen hier neu. Also, das nur schon mal vorweg am Rande. Was brauchen wir? Eine schöne große Zwiebel. Und diese Zwiebel machen wir wie immer ins laufende Messer und zwar auf Stufe 6. Lasse ich das mal laufen. Vier Knoblauchzehen. So, und das macht man so lange, bis man eben nichts mehr hört. Also das heißt, das ist jetzt alles bis schön an den Rand zerhäckselt. So klein sollte das sein. Und das schieben wir natürlich mit dem Spaten noch ein bisschen nach unten. Alle meine Silikonspaten, die großen habe ich in Geschirrspüler drin. Noch von gestern, die ist noch nicht durch. So. Da müssen wir halt mit dem vorlieb nehmen. So, Knoblauch, Zwiebeln, Olivenöl. So, Yorgos, wenn du das hier sehen solltest, das ist nicht dein Öl. Ich habe keins mehr. Also muss mir mal wieder was schicken. So, einen guten Schuss Olivenöl. Und auf Anbrat-Taste. So, und das Ganze keine 7 Minuten, sondern nur 3,5 Minuten machen wir. Das reicht. Und dann hole ich euch gleich wieder zurück. Bis gleich. So, die 3,5 Minuten Anbratzeit sind um. Jetzt kommt zu den Zwiebeln. Ungefähr von der getrockneten Chilischote, die ich hatte, habe ich dann kleine Streifchen geschnitten. Das waren ungefähr 2,5 bis 3 cm von der Chilischote. Und die kommen mit dazu. Dann Eiweiß. Ich liebe einfach diese Paste. Einen, ach komm hier, heute mal großzügig, machen wir zwei. Das ist Eiweißscharf. Das ist eine Paprikapaste. Die ist, glaube ich, mittlerweile fest im Sortiment bei Lidl und Aldi. Müsst ihr halt mal gucken. Kriegt man aber auch sonst in jedem anderen Supermarkt. Dann von meiner Gemüsepaste. Das Rezept habt ihr auch im Cooking Pilot drin oder in eurem Rezeptbuch. Da spielt es keine Rolle, ob ihr den MCC habt oder den MC Plus. Das Rezept ist da überall mit drin. So, einen guten Esslöffel. Ich weiß, das wird nicht gerne gesehen. Das Klopfen. Der Klopfspecht ist da. So, und hoppala.
Oh, habe ich mit den Dates gestoßen. Und Tomatenmark. So, da gebe ich ungefähr, naja, eine schöne halbe Tube. Und etwa. So. Kann man das erkennen? Ja. Das ist jetzt raus ungefähr. Und das braten wir jetzt noch mal anderthalb Minuten mit der anderen Taste an. So. Eins, 30 und Start. Bis gleich. So, die anderthalb Minuten Anröstzeit für das Tomatenmark ist um. So sieht es jetzt aus. Ja, nichts Spektakuläres. Die Zwiebeln mache ich noch mal ein bisschen weiter runter. So. Jetzt wird das Ganze mit 100 ml Rotwein abgelöscht. Wer Kinder hat, kann darauf verzichten und macht dann entsprechend ein bisschen mehr Wasser dazu. Ich gehe dazu auf die Waage und gebe da jetzt 100 ml Hopp. 130 sind jetzt dabei, macht ja nichts, ne? So, und 250 ml Wasser. Dann kommt eine Dose gehackte Tomaten. Ja, Lappen her. So. Das haben wir, das haben wir. Jetzt kommen die Gewürze dazu. Und zwar Basilikum. Da schraube ich doch gleich mal den Deckel ab. Und nehme dann so, naja, das dürfte ein Esslöffel, so ein halber Esslöffel voll. Oh, ups. So. Da ist die Kamera. So, entsprechend Oregano. So. Und Petersilie. Auch einfach so einen kleinen Schwung da reingeben. So, das Nudelwasser kocht schon. Der Deckel kommt drauf, dann gehen wir wieder ins normale Programm, gehen dann auf Stufe 2 8 Minuten auf 100 Grad und Linkslauf und Start. So, in der Zwischenzeit gebe ich meine Nudeln ins Kochwasser. Und es ist, das gibt es leider nicht mehr, das ist die Campanile von Tupperware. Keine Ahnung, wie lange ich die schon habe, da habe ich noch in Frankfurt gelebt. Und das ist optimal hier so jetzt für mich, wenn ich mittags alleine esse, eine Portion, und dann abends, wenn Micha noch mit dazu kommt, haben wir beide noch immer eine Portion. Deshalb gebe ich dann immer hier die Zweieröffnung, zwei Stück dazu und einmal hier so ein kleines, das sind angeblich Portionsmengen.
ja, das habe ich so für mich rausgefunden. Wer die hat, kann sich glücklich schätzen. Wer nicht, keine Ahnung, ob es die noch gibt irgendwie. Könnt ihr ja mal nachfragen auf der nächsten Tupper-Party. Jo, ich hole euch nachher dazu, wenn die Soße fertig ist und wenn wir dann anrichten. Ja. Tschüss, bis gleich. So, ich hole euch mal ganz schnell wieder dazu, denn ich habe nämlich noch was Wichtiges vergessen. 2 Esslöffel Zucker habe ich schon reingemacht. Ja, nicht, dass ich das vergesse, das sollt ihr nämlich mitköcheln. Und 2 schwach gehäufte Esslöffel zu. Weil sonst ist es zu mir zumindest zu bitter. Müsst ihr selber entscheiden. Vielleicht reicht dem einen ein Esslöffel. Müsst ihr probieren und dann könnt ihr nachher immer nochmal abschmecken. Das wollte ich nur nochmal gesagt haben. Also, wieder die Nudeln. Die brauchen nochmal einen Schubser. Und dann sehen wir uns gleich beim Anrichten. Tschüssi. So, die Zeit ist wieder abgelaufen. Die Nudeln sind, denke ich mal, gut. Woran erkennt ihr, dass die Nudeln gut sind? Man fischt sich einfach eine raus. Und wenn sie dann an der Fliese oder am Schrank kleben bleiben, dann sind sie gut. Tja, muss ich nachmachen. So, die sind richtig lecker al dente. Die werden jetzt abgegossen. Einmal kurz abgeschreckt. Buh! Nein, war Joke. Einmal nur kurz mit kaltem Wasser abschrecken, damit der Garprozess unterbrochen wird. Die garen eh nach, wenn ich den Deckel jetzt hier oben drauf habe. Aber wir sind ja alle, also bis heute Abend haben die normale Piste, wie man es eben normal gewohnt ist. So. Jetzt wollen wir noch mal gucken, wie das Döschen aussieht. Und ich mache jetzt einen schönen Teller. Den mache ich euch zurecht und zeige ihn euch gleich. So, meine Lieben, was ich ja ganz vergessen habe, wie wir immer erst mal kurz gehen. Das jetzt ein bisschen zu scharf sein sollte, macht halt ein bisschen weniger Chilis ran. Wenn es zu schwach gewürzt sein sollte, kann noch ein bisschen nachwürzen. Ne? Also für mich optimal, also für uns, und ich esse ziemlich gerne und gut scharf. Das ist optimal und jetzt wollt ihr aber schon sehen, wie das Ganze aussieht. Ne? So, ich dachte nicht lecker, bisschen Parmesan, so, da kommt so eine Soße rausgelaufen, also schräger halten kann ich das gar nicht, aber ich mache noch mal ein Foto und dann könnt ihr das nachher auch als Thumbnail dann sehen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen und ja, ich drücke euch die Daumen beim Gewinnspiel. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen mit den Spaghetti al Arrabbiata. Jetzt genießen. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Küchenzauberer.